Moin moin meine lieben Switch-Freunde und willkommen auf meinem Kanal und wir spielen heute Cuphead, wie man sehen kann, und wir befinden uns direkt im Finale. Wir haben den König Würfel da, König King Dice, haben wir besiegt und jetzt können wir glaube ich hier hingehen, nämlich, die hat ziemlich geöffnet und schauen wir doch mal, was uns da jetzt erwartet. Der Teufel, ein Höllenspaß, na, wir werden uns bestimmt aufregen. Oh, wen haben wir denn da? Ihr habt nicht nur meinen unnützen Schergen König Würfel versohlt, sondern ihr habt auch meine Seelenverträge. Jetzt schließt euch mir an. Was machen wir jetzt? Ja oder nein? Nein. Ihr fallt mir also den Rücken, was? Ich werde euch lehren, Verträge nicht zu brechen. Aufgepasst. Oh. Das wird bestimmt eine harte Nummer. Mann. Bin gespannt. Eine Taktik finden für. Mein Gott, da muss er richtig lange laden, weil es wahrscheinlich der Ober-Ober-Ober-Killer ist. Oh. Ah, Mist. Ach, verdammt. Okay. Naja. Oh. Scheiße. Okay. Naja, wir müssen ja erstmal ein bisschen ausprobieren, ne? Was du so alles kann. Oh Mist. Ah, shit. Nein! Okay, hier werden wir ein paar Tode sterben. Oh. Oh, shit. Oh, so schnell kann ich gar nicht springen, wie der kommt. Viele Variationen. Oh, Mist. Ah, shit. Oh. Alter Schwede. Naja, fast die erste Phase überstanden. Oh. Oh, ich kann, Alter. Okay. Versuchen wir ein bisschen. Aber wie soll man denn? Ja. Oh.
Oh, aber okay, so kann man dann vielleicht ausweichen. Trotzdem ist er ganz schön hart, der Typ. Oh, Mann. Oh. Boah. Alter. Der ist gut hart, der Typ. Wieso trifft er mich da jedes Mal? Oh. Boah. Och Mann. Oh, shit. Oh. Okay, richtig gut bin ich nicht. Aber naja. Gar nicht. Ach, shit. Och, Mann. Oh. Oh, shit. Echt schwer. Oh, shit. Oh, shit. Boah. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon Shit gesagt habe. Oh. Kann ich mehr springen, leider. Och Mann, ich treff doch dieses. Ich treff diese Scheiße auch nicht, echt nicht. Das ist dumm, aber naja. Oh, wie sollst du das denn auch schaffen, denn noch? Oh ja, dann mal ich noch gegen dieses scheiß Teil dagegen. Oh, hat uns gerade noch gefehlt, da der Spacko. Thank you.
Okay. Oh, Mist. Hm. Das würde mir leichter gefallen. Das hier. Der Anfang ist aber fies. Wieso kriege ich das da oben nicht hin? Boah. So rein. Ja. Der hat ja gemerkt. Das gibt's nicht, echt nicht. Gibt's doch gar nicht, dieses scheiß Level, ey. Wie soll das denn funktionieren? Das ist echt so ein Ding, eine Möglichkeit. Ach komm. Was ist das Spiel? Das ist dumm. Ja klar, hast du mich getroffen. Quatsch. Oh.
Oh Gottchen. Langsam muss es doch mal klappen irgendwie. Oh Mann. Mach ich jetzt dich drauf. Ja, klar triffst du mich auch noch. Was ist das denn? Schwachsinn irgendwie. Oh Mann. Gibt's doch gar nicht. Mist. Ja. Das muss doch mal zu packen sein, dass der Wichser. Och Mann. Bist du so gut durchgekommen, dann krieg ich bei der Spinne echt einen ab. Ja. Oh, wie behindert ist das denn? Auch wieder Glück gerade, ne? Ist er dumm? Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ach komm. Also, was? Eine reine Übungssache, ne? Aber das ist echt schwer.
Ja! Oh. Oder bin ich draufgegangen? Wir haben es geschafft, ne? Ich bin draufgegangen und wir haben es geschafft. Beides gleichzeitig. Wie cool ist das denn? Oh. Hat aber auch eine lange Zeit gedauert, oder? War mal schlecht, aber egal. Bei dem war es mir echt egal. So, bin mal gespannt, wie das Ende ist. Die Brüder hatten den Dämon besiegt und ihn gezwungen, sich zu ergeben. Wir nehmen deine Kapitulation zwar an, Teufel, lachte Tassilo, aber wir sind noch nicht fertig. Und damit vernichteten Tassilo und Podkopp alle Seelenverträge und befreiten die Bewohner der Tintenfassinsel aus der ewigen Sklaverei des Teufels. Ich kann es kaum erwarten, das allen zu erzählen, sagte Tassilo. Sie machten sich schleunigst auf den Heimweg. Los, wer als letzter zu Hause ist, hat einen Sprung, stichelte Podkopp, während sie liefen. Als sie zu Hause angekommen waren, trommelten sie alle zusammen. Ihr habt keine Schuld mehr beim Teufel, verkündete Tassilo. Und dieser Fiesling wird uns nie wieder behelligen, fügte Podkopp hinzu. Opa Kessel sprudelte vor Stolz buchstäblich über, als alle zu jubeln begannen. Tassilo und Podkopp leben hoch! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Und als das Freudenfest begann, versprachen die Brüder, sich niemals wieder Ärger aufzuhalten. Und daran hielten sie sich auch, zumindest bis zum nächsten Mal. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, wunderbar, wunderbar. Also hat mich sehr gut unterhalten, das Spiel. Aber hat mich auch ordentlich genervt. Who's our team? Who's low to your creative end? Okay. Ach komm, Vorspul, pass auf. Und zack. Woko, 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 woko. Okay, DJ Chansen am Pult. So, wir spielen mal vor. Vielleicht kommt da noch irgendwas am Ende. Schon viele Leute, die mitmachen an einem Spiel, oder? Mal belegt. Wer ist eigentlich dieser Finn und warum ist er bei so vielen Spielen dabei? So. MD, hiya! Studio präsentiert. So. Und jetzt? Start. Haben wir alles gemacht. Jetzt kann man, glaube ich, einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad nehmen, oder ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte es mir gut vorstellen, ich weiß es aber nicht. Wir gehen trotzdem mal kurz rein. Ich weiß, eigentlich das Spiel zu Ende. Wir überspringen auch gleich die Intro-Version, wenn es geht. Ah, guck mal, geht sogar. Kennen wir ja schon, wir wissen ja schon, was passiert. Nur mal sehen, ob es andere Sachen gibt. Bei mir wurde geschrieben, dass es noch so eine Hardcore-Version gibt oder so. Muss ich jetzt nicht unbedingt machen, aber... Okay, komm, komm, komm. Opa weiß, was da, wie es abgeht. Ach, die Einführung. Müssen die Einführung noch durchspielen? Ich hoffe nicht. Komm. Kennen wir ja schon, ne? Ich wollte mal gucken. Kann es ja sein, dass ich das auch nur ein Gag war von jemandem. Aber es kann auch gut sein, dass es auch so ist. Böse, zack, zack. Okay. Los. So. Nee, von dem Ballern wollen wir gar nicht. Zur Karte. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob es
Meine Härte auf so geht, gehen wir mal zu irgendeinem Boss gleich. Hier. Ne, gibt's nicht. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, beim neuen Spiel. Mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.